Cool. Das ist ja cool. So, was soll hier jetzt sein, bitte? Hallo, hier ist nichts. Voll die Verarsche. Nee, hier ist wirklich nichts. Hilfe. Man atmet ja so. Flatter, flatter. Vielleicht musst du doch zu diesem Strich. Hä, oder irgendwas? Ich würde das hier erst noch mal ein bisschen erkunden. Ja, ich muss die ganze Zeit vor diesem Flattervieh weglaufen. Vielleicht musst du es diesmal töten. Nein, ich töte keine Flatterviecher. Was ist denn da links? Eine vernagelte Tür, vielleicht kommt... Weil da ist ja irgendwie was. Da kann man doch nicht rüberlaufen, oder doch? Weiß ich nicht. Ich glaube, du musst es töten. Komm her! Hä? Das ist ganz schön... Geht das überhaupt? Nein. Das geht, glaube ich, nicht. Nee, ne? Du musst es erschießen. Darum begrenzt. Vielleicht heißt es das. Ja. Nein, falsche Taste. I, wie also... Genau. Der Messer ist ja noch schlechter. Ja. Müssen wir wohl leider zur Pistole greifen. Aber ich muss erst mir sicher sein, wer das ist, ja, auf den ich da gerade schieße. Hallo? Sind Sie, wer sind Sie? Jetzt haut er ab, oder was? Ja. Nur rückwärts gehen kann dabei. Und wie ich jetzt nicht mehr weiß, wo er ist. Da. War nicht so gut. Was machst du denn da? So, Harry. So schießen die Profis. Ja, Harry, kannst du mal treffen? Ja, ich bin schon gleich tot. Nee, man sieht Harry. Das bei ihm nicht mit einer Animation. Ja. Alter. Für einen Tonico. Hast du überhaupt noch eins? Ja, hab ich doch aufgesammelt. Ah, ey. Noch zwei sogar. Nur wegen so einem Scheißteil, ey. Ja, weil das Kampfsystem so scheiße ist. Hallo? Hä? Ich habe immer die Hoffnung, dass es weggeflogen ist. Jetzt aber. Ja, gut. Absturz, ey, Absturz, hier volle Absturz. So, wahrscheinlich kann man jetzt hier nicht mehr lang, das war alles umsonst. Das sieht mir ziemlich wegig aus, da hinten steht sogar ein Dingens. Aber das ist ja sehr... Sehr eine wackelige Alter. Geschichte hier. Ah, da ist ein Schlüssel im Briefkasten. Für Eclipse. Ich bin einfach mal rübergelaufen. Das mache ich eh immer bei Brücken oder sowas. Einfach mal rüberstürmen, das ist am besten. Ah, das sagt Fuhr auch immer. Ja? Ja. Vogelscheuchenschlüssel. Was? Fuhr. Vogel was? Vogelscheuchenschlüssel. Gibt's irgendwo eine Mühle? Super, und das war's. Ja. Aber vielleicht braucht man ja nur einen Schlüssel für drei Schlösser, ne? Nee. Hallo, wechsel mal wieder die Kamera. Aber... Wo müssen wir... Er hat ja nur das angekreist, oder? Und diese komische... Hier einen Strich hingemacht. Und den Pfeil, das sind drei Sachen. Ach so. Vielleicht sind das die drei Markierungen für ja, die okay. drei... Dann gehen wir erstmal zu den Strich. Schlüssel. Oder dem Strich, besser gesagt. Wir gehen jetzt auf den Strich. Ah! Hier lang? Gar nichts, ey. Hier, ne? Ja. Ja. Jetzt habe ich wieder die Waffe und dann kommt natürlich als nächstes Hunde. Ja, aber die Hunde sind cooler als ja. die Pterodaktylen. Ist das jetzt Wie hier? Ist das Pokémon nochmal? Ja, hier ist das. Ist das nicht einfach die Gasse? Nee, die sehen nur alle gleich aus. Oder? Sicher? Guck doch mal auf die Karte, ob du noch richtig bist. Ist aber auch dieselbe, aber er hat die doch angestrichen. Vielleicht muss man da lang, um zu dem Pfeil zu kommen. Ja. Oder nee, aber es geht ja nicht. Aber hier ist das wie so ein Durchgang eingezeichnet. Das verstehe ich nicht. Als würde es jetzt weiter geradeaus gehen. Ach ja, da fällt mir doch gerade wieder was ein. Vielleicht... Das ist eine andere Gasse stimmt, gewesen. Ja. Scheiße, dann hätte ich mich umgucken müssen, ob da irgendwas rumliegt. Sollen wir jetzt einfach mal zum Pfeil laufen? Foot. Dann kommen wir anscheinend in einen anderen Block oder so.
Oder an eine Mühle, wo man den Dings vom Schlüssel hat. Ja, wegen dem Vogelscheuche. Verstehe ich nicht. Vogelscheuchen und Mühlen können doch irgendwie zusammen. Also Felder, so bei einer Mühle. Ja, Felder, aber warum Mühle? Mühle gehört auch mal zu Felder, aber. Ja, aber nicht zu Vogelscheuchen. Das ist nur so ein über eine Ecke Verbindung. Das hat bestimmt auch irgendeinen Namen. Das hatte über ich die in, Ecke Verbindung. Hatte ich in Argumentationstheorie. Pistolenpatronen. Super, hier ist ein. Oh. Ach, da ist der nächste Schlüssel drin. Wo weißt du das? Weil ich ihn gesehen habe. Löwenschlüssel. Okay, hä? Dann geht's. War das ihr Auto? Ich hoffe nicht. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Oh mein Gott. Okay. Und der letzte müsste jetzt ja irgendwo in dieser Gasse sein, ne? Dann war das doch, geht's doch nicht woanders hin, sondern da ist auch einfach was. Wie das hier gerade alles so irgendwie so nur so halb zufällig irgendwie Ich weiß nicht, ich habe irgendwelche ekligen Geräusche gehört. Erstmal auf die Karte gucken. Oh, falsch. Es gibt kein falsch oder richtig. In der Wissenschaft. Es gibt nur... Hä? Weiß ich auch nicht. Man kann sie nur für Gutes oder Schlechtes... Ach ja, genau. Oh, da kann man Beine kaufen. Hast gesehen, da stand Lex. Lustig. Also irgendwie glaube ich nicht, dass hier was ist. Vielleicht hat er doch noch irgendwas anderes eingezeichnet. Nee. Diese Punkte, was sind das denn für Punkte? Mal sobald man aufhört zu rennen, macht er so Geräusche. Hä? Oh. Aha. Jetzt sind wir da, wo stand, wo diese Keys auch standen, glaube ich. Da, jetzt müssen wir bestimmte... Ey, das ist genauso wie bei der Winkelgasse. Ja, ne? Da musst du jetzt so außen rum so Rand klopfen und dann gehen die alle weg. Ja, bestimmt. Oh, was zur Hölle ist das? Ist das ein Hundekopf? Ja, Alter. Na gut. Und ein Holzpferd. Besser als ein Pferdekopf. Warum? Warum ist ein Hundekopf besser als ein Pferdekopf? Wegen Karte. Festgelegt? Ja, je nach Größe des Tieres. Ein Elefantenkopf ist noch schlimmer. Mausekopf ist egal. Okay, dann lege ich dir mal einen Mausekopf ins Bett. Dann finde ich das ganz egal. So, wir haben alle Schlüssel. Das war ja einfach. Aua! Hab ich mir glatt den Kopf hier so. So, wo war das jetzt nochmal? Bei einer Finney Street. Wo ist mal wieder keine Orientierung, ne? Nee, ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher... Bist du sicher, dass das da war? Ja. Nee, ich nicht. Ja. Bei der Finney Street war doch eine das Haus, kleine ja. Frau. Ja, okay, du hast recht. Oder war da die Gasse? Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Das wollte ich erst sagen. Metropol. Das ist bestimmt ein Puff. Ich weiß auch nicht, warum. Oder ein Badabing, was weiß ich. Oder Get Banged. Hey, das war in der Levin Street, war das. Ja, genau. Dann kann ich ja bestimmt hier einfach langlaufen, so wie das bis jetzt immer war. Immer einfach den Weg laufen, den ich möchte. Go Bang. Ein Laden, der Go Bang heißt. Wo? Oh. Neben dem Woodstock. Echt? Ja, und der hieß Gung Bang. Und ich dachte so, ja, das muss 100% irgendwie ein Puff sein oder so. Und dann haben die so Flyer und so einen Scheiß gedruckt. Alter Falter, jetzt bin ich doch in die Gasse gelaufen hier. Mann, bist du vorbeilaufen müssen, du. Einfach vorbeilaufen. Alter, die Hydranten sind am schlimmsten im ganzen Spiel, ey. So wie Porzellan. Bookstore. Was ist denn Bücher? Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Wahrscheinlich muss man. Es ist schwerer, die ganze Zeit ein Steuerkreuz runterzudrücken, als einen Stick in der Richtung zu bewegen. Das ist voll anstrengend, ja. Sollte ich scheiß Hundehütte. Sollte ich auf die Karte gucken? Nee, was war das? War das nur ein kaputter Briefkasten oder? Ich bin auf der falschen Seite. Ja. Ah ja, es war nur ein kaputter Briefkasten. Ja, was machst du denn? Wow. Ich wollte den kaputten Briefkasten untersuchen. Das nochmal. Du bist noch zu Resident Evil-ig hier. Resident Evil-ig, ja.
Ah. Bestimmt kommt jetzt irgendein Rätsel, oder? In welcher Reihenfolge man die so ein innerer Code-Scheiß, den wir Jahre nicht hinkriegen. Oh. Ach ja, können wir glatt nochmal speichern. Speichern. Ja, aber auf jeden Fall glatt, nicht geriffelt. Ja. Ja. Duckhaus, Duckhaus, Kaffee, Kaffee. Solche Notizen würde ich auch gerne mal finden. So wie die Schreibmaschinen. Das sind so Notizen, die irgendwem helfen sollen. Ah, okay. Kein Rätsel. Wenn man die nacheinander machen könnte. Also einzeln so. Oh, Entschuldigung. Verzeihen Sie mir. Vogelscheuch. Was heißt das zu bedeuten? Es ist nicht abgeschlossen. Das hat doch bestimmt irgendeinen Sinn. Hund, Vogelscheuchen und Holzfäller. Das sind einfach irgendwelche Wörter, die ihm eingefallen sind, bevor er gestorben ist. Was? Noch dunkler? Es wird schon wieder dunkel? Was ist los? Jetzt brauchst du die Taschenlampe. Oh Gott, die Musik, ey. Hallo? Mario! Entschuldigung. Jetzt ist hier gleich so ein Hund. So ein Geisterhund, und den muss man den Knochen wegnehmen. Nein, hier ist nur Toni Cum! Toni Soprano Cum? Toni Cum Laude? Cum. Ja gut, das ist die weibliche Form, scheiße. Ja, im Japanischen sagt man doch hinter jedem Maka-san und hinter jeder Tussi-kun. Wusste ich gar nicht. Oh, die muss mal geölt werden. Oh my god. Oh, der ganze Ketchup. Ja, wo müssen wir denn jetzt lang? Na echt, hier gibt's auch keine Karte von, oder? Doch. Ja, doch, wir gehen jetzt ja einfach da durch. Ja, gehen wir jetzt einfach nach links, ne? Einfach. Oh, jetzt habe ich mich einmal im Kreis gedreht und weiß nicht mehr, wo ich bin. Hä? Das ist komplett unlogisch. Ich gucke jetzt genau in die Richtung. Ah. Jetzt könnte man das hinter jede Ecke machen. Oh. Flatter, 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 flatter. Hund, Hund, Hund! Soll ich hier auch töten? Hey, nee. Alter. Das ist jetzt die andere Seite von der kaputten Straße, wo auch ein Auto drin hängt. Da müsste ich jetzt eigentlich hier hin. Ey, was ist denn hier? Was geht los da rein? Es ist einfach plötzlich dunkel geworden. Naja, das ist voll scheiße. Ja, das ist ganz gut. Ah, der Weg wurde auch gerade eingezeichnet. Ja. Auf allen Ecken kommen eklige Hunde. Muss ich jetzt nach rechts? Ein Auto. Shop. Wie schlecht das mal erscheint. Voll süß. Oh, und jetzt nach links. Ja, dann hab ich's geschafft. Bestimmt hab ich's dann sofort geschafft. Dafür rettet die Tochter. Die Frage ist nur, wollen wir überhaupt da sein, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Schule ist echt kacke. Vibrier hier nicht rum, Johannes. Du gehst im Kreis. Echt scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Hierhin, ne? Ja. Ich glaube, das war auf der anderen Seite von der Straße. Autos, Autos. Alter, ich dachte gerade, da wäre Blut von innen in den Scheiben. Irgendwie ist das hier so endlos. Ich will aber nur für die Karte gucken, das dauert immer so lang. Ja. Okay. Ich würde auch mal auf die Karte gucken. Oh, oh, jetzt genau hier rein. Davor. Ah, schön. Vielleicht ist es da ja ganz schön. Vielleicht sind da auch eklige Hunde vor. Ach, vielleicht ignoriere ich die auch einfach. Weil sie einfach in der Luft rumhüpfen. Voll süß. Wer denen wohl das Stunststück beigebracht hat. Ach ne, ich muss ja gar nicht hören, ob ihr so... Ach, ich dachte, das wäre ein Video. Echt? Ich sehe nichts außer meine Schritte. Nix. Was steht denn hier? Kann er sich das nicht mal alles durchlesen? Ja, ist eigentlich logisch, weil das würde man ja auch nicht machen, aber dann ist das so gewohnt von anderen Spielen. Ja. Oh, wie es nur genau vor einem Licht gibt. Ah, Karte. Nee. Ja, weißt du das? Doch. Karte von der Schule, ja, natürlich.
Und eine Weltkarte können wir auch mitnehmen, da können wir auch mal einzeichnen. Ey, das ist ja keine Weltkarte, sondern die von Südamerika. Oh, stimmt. Geil. Ach, so sieht die. Nordamerika, oh mein Gott. Ich dachte, so sieht die Welt aus. Ja. Yeah. Da haben wir viel zu erkunden. Was bedeutet denn Rot und Grün und Blau und Gelb? Grün sind oh, ich will auf die Darmtoilette. Wohin, ja, wohin wollen wir denn? Nirgendwo wissen wir nicht, wo die ist. Einfach die Schule. Ich glaube, ich möchte zum Rohr wechseln. Ich wollte schon immer mal nachts in der Schule sein. Ja. Oder nee, nicht nachts, sondern alleine halt so. So wie nachts in eine, oder alleine in einem Kaufhaus. Ja, genau. In so einem riesigen Gebäude allein. Ich bin orange. Merkt ihr das mal, dass ich orange bin, ne? Du bist orange. Sobald ich nochmal Schaden kriege, möchte ich mich gerne... Mr. Pink, Mr. White. Tonki Nirien. Spind. Spinnen, Schlangen und Eidechsengift. Wenn ich lüge, sterbe ich, bis ich tot bin. Das haben wir schon so oft bei Let's Plays gesagt. Ja, ich weiß. Das kommt auch sogar in dem Resident Evil Lied vor. Ich will als erstes auf die Darmtoilette. Echt? Ja. Hä? Warum? Vielleicht versteckt sich das kleine Mädchen. Ja, aber man geht doch einfach irgendwo lang und aua. Guckt alle Türen sind ja an, Sachen. Wenn jemand vorbeikommt. Ja, und ich stelle da... Ronaldo Gordon. Das muss die Lehrerliste sein. Okay, aua, ist das irgendwie... Kann ich nicht zu drehen. Voll schön hier. Aua. Ey, da steht was. Mit Rot geschrieben. Ist es in Blut geschrieben? Oh, Blut geschrieben sogar. 10 Uhr, Alchemielabor. Gold auf der Handfläche eines alten Mannes. Die Zukunft verborgen in seiner Faust. Gegen das Wasser des Weisen austauschen. Okay, warte. Die Zukunft in der Faust gegen das Wasser des Weisen austauschen. Das verstehe ich. Nee, irgendwas mit Gold. Ja. Gold mit Wasser austauschen, oder nicht? Ja. Keine Ahnung. Das in seiner Behält Faust. Behält man das? Hoffe ich mal. Was ist hier alles, ey? Nichts. Was ist das für ein Würfel? Ih. Es ist in Blut geschrieben, mal wieder. 12 Uhr. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt in verschollenen Sprachen. Erwacht beim verfügten Befehl. Ja, schreibe ich auch mal mit meinen letzten Worten so komischen Rätseln. Was soll das? Na gut, vielleicht ist er ja auch crazy geworden und nicht gestorben. Ja. Okay, was ist das hier? Es ist im Blut geschrieben. Oh, ich bin 5 Uhr. Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. 5 Uhr, 10 Uhr und 12 Uhr. Da hinten steht doch noch was und da ist ein Drucker. Oh, ich will unbedingt was drucken. Ja. Was ist das? Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte in die Dampf... What the freak ist das hier, das Rätsel? Das Bild einer Tür. Das Bild einer Tür. Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist jedenfalls äußerst geschmacklos. Die komischen Leichen, die da liegen. Da malt hängen. Schon eine Tür. Dunkles Fenster. Und hier ist nichts. Ja, darum, du darfst es nicht so spielen, ich will in die Badewanne. Ich will in die Badewanne. Du musst einfach überall durch alle Türen gehen, die du findest. Ja, das ist nicht Resident Evil, ne? Ja. Aber bei Resident Evil geht man doch auch einfach in alle Türen. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist das jetzt? Das geht jetzt in den Flur. Oder eben auch nicht. Ne? Jetzt muss man auf die Karte gucken. Auch eingetragen. Ja, geil. Und das ist das Coole. Man guckt halt einfach, es sind die Hälfte aller Türen sind und das Fragezeichen. Man kommt da auch nie rein. Das Fragezeichen bei diesem komischen Schnickschnack, den die hingeschrieben haben. Ah, ja. Voll gut. Da kommen wir her. Also hier gibt's keine Wappenschlüssel oder so. Spind. Die kriegt man einfach nie auf. Ja. Okay, dann gehe ich halt auch nicht in den Flur, dann gehe ich jetzt in den Hof, in den Schulhof. Oh, dann kommen jetzt bestimmt Kinderzombies oder so, ne? Ich hab da irgendeine Hier würde ich auch, töten, ne? Ah, die kennen wir ja schon. Yeah! Das sind sozusagen die Goombas. Alter, ganz schön heftige Goombas. 5 Schläge! Komische Maulwürfe, ey. Kinderzombies. Irgendwas habe ich gelesen. Ich glaube, in der Originalversion sind das auch wirklich Kinder. Echt? Nur das war zu heftig oder irgendwie sowas.
Ich weiß nicht, ob das... Ja, ich hab den gerade nochmal erst den Rest gegeben. Ach ja, stimmt. Stimmt, das muss man ja mal beiseite stellen. Ich hab das rausgefunden. Oh, das sieht so rätselig aus. Ein silberner Mond. Silber? Da war doch irgendwas mit Silber. Mit Gold nur, oder? Nee, die letzte war irgendwas mit Silber. Und das ist bestimmt dann Gold. Eine goldene Sonne. Kannst du noch jetzt nochmal gucken, ob man das noch hat? Ja. Ist das Musik? Sonst müssen wir, muss ich das aufschreiben, oder? Wenn ich das nächste Mal nicht schlafen kann, ne, dann machen wir solche Musik an. Hä, aber die anderen Sachen sind auch gar nicht mehr da, wo drauf stand Hundehütte und so. Ja, weil man das vielleicht schon abgeschlossen hat. Ja. Okay. Ja, es macht weiter. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch so einen Teil nehme und mich heile. Komm her, ich weiß, dass du hier noch rumkräuchelst. Da. Du Maulwurfskind. Stell dir vor, du hackst mit einem Rohr auf irgendwelchen... Was auch immer das ist. Hier, nimm das! Aua. Dann geht auch erst das... Licht aus. Nee, das Rauschen weg. Das ist ja ein scheiß Schulhof. Stell mal vor, du bist hier. Ja. Auf der Schule. Vor allem mit so komischen Wesen. Ne? Und mit so einer Musik. So, dann war es das hier wohl. Das Rätsel ist jetzt bestimmt auch eingezeichnet, ne? Ja, das ist ein Clock Tower. Diese Kreisdinger, das ist ein Clock Tower. Storage. Hä, wir waren gar nicht im Infirmary. Oh. Da hätte man bestimmt speichern können. Da habe ich mich schon die ganze Zeit gewundert, dass man noch nicht gespeichert hat. Ich laufe wieder zurück. Da war noch ein kleines... kleines Süßer. Die sind weg. Kleine Süßer. Die kommen ja nicht wieder, oder? Ich glaube nicht. Bestimmt kommen die nur wieder, wenn man denen nicht den Rest gibt. Ja, keine Ahnung. So, hier, ne? Wenn die jetzt auch noch abgeschlossen ist. Ja, weil da bist du einfach plötzlich weggerannt und hast gesagt, ich will jetzt die Damen-Toilette. Ich wollte nicht mehr. Boah, ach, ist Infirmary. Und ich wusste, dass man irgendwie am Anfang speichern muss. Weil ich würde auch sagen, den Rest machen wir nächstes Mal. Ja. Oh. Erstmal noch hier ein paar Sachen mitnehmen. Ja, da oben stehen auch noch so Sachen. Silent Hill Hospital stand da irgendwie. ja. Dann schreibt Harry Mason noch seine Memoiren über die Infirmary. Und ja, bis nächstes Mal, ne? Wenn wir hier die wunderschöne Schule erkunden. Da wünscht man sich doch wieder in seine eigene Schule zurück. Ja, auf jeden Fall. Ja, mir ist gerade aufgefallen, das ist ein Safe Stream, das erkennt man auch an der Musik, und zwar daran, dass keine da ist. Ja, genau, weil das andere kann man ja auch fast nicht als Musik bezeichnen. Ja, genau. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal, ne? Kannst du das noch lesen oder brauchst du eine Brille? Ich brauche eine Brille. Das ist ein schlechtes Schlusswort. Noch ein letzter Satz, Johannes Brot. Knickqualioa.